begrüße euch heute mal aus dem Harz. Und ein Kumpel und ich machen heute mal eine kleine Tour. Und für mich ist es nach langer Zeit mal wieder eine. Ich bin völlig aus dem Training. 10 Kilo zu viel auf den Rippen. Nochmal 15 Kilo auf dem Rücken. Ja, mal gucken. Nach langer Zeit mal wieder eine Tour. Und diesmal nehme ich euch mit. Also, wenn ihr wollt, nehme ich euch mit. Nö, nö, geht schon. Ja, erster Trip, querfeldein. Wir wollten eine Abkürzung nehmen. Toi. Da merkt man wieder die 10 Kilo zu viel. Mein Kumpel ist ein bisschen fitter als ich, aber noch kann ich ein bisschen mithalten. Noch. Man merkt die Waden. Aber sehr schön hier. Macht Spaß.
So, liebe Leute, der halbe Tag ist rum. Wir wollen jetzt noch mal Wasser aufnehmen. Und dann so langsam, aber sicher mal den Lagerplatz anlaufen. So, letzte Chance, hat mein Kumpel hier gesagt, zum Wasser aufnehmen. Wir haben jetzt etwa 15 Kilometer erst hinter uns. Ich merke es schon. So, also, kurz Wasser aufnehmen und dann geht's weiter. So, wir haben hier einen Weg, der sich serpentinartig den Berg hochschlängelt. Ist schon ganz angenehm hier zu laufen. Wobei ich, der es nicht gewohnt ist, doch ganz schön am Pumpen bin. Aber es ist schön hier. Ich glaube, das mache ich öfter. Muss mich immer wieder bremsen, damit ich nicht in meinen Marschtrott reinkomme und meine Geschwindigkeit, also meine persönliche Geschwindigkeit erreichen will, weil dann gehe ich hier kaputt. So, links oder vor? Genau, jetzt rechts. Rechts. Genau. Bei mir wird immer rechts abgebogen. Heißt übrigens auch Hallische Hütte, da steht's. Oh. Da wollen wir hin. Steiler Aufstieg. Da bin ich mal gespannt. Naja, weiter im Text. Wo man in der Hütte steht. So, wir tippeln hier gerade ein bisschen hoch. Scheint ein bisschen steiler zu sein. Ja. Also, wie ihr vielleicht schon hört, ich bin doch ganz schön fertig schon. Aber
geht weiter. Ich glaube, wäre ich nicht mit meinem Kumpel zusammen losgegangen, hätte ich, glaube ich, schon längst abgebrochen. Hat mich gerade so komisch angeguckt. Ich glaube, der schubst mich gleich. Nein. Ja, von da unten irgendwo kommen wir. Aber es ist angenehmes Laufen. Macht Spaß. Und weiter geht's. Das passiert mir immer wieder. Vergiss nicht, auf Record zu drücken. Verdammt. Naja. Ganz Tag gerade nicht aufgenommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Wir können nochmal zurückgehen. Habe ich gerade vergessen, auf Record-Knopf zu drücken. Sind hier, weiß ich, 4 Serpentinen hoch. Also 4 Kurven. Habe euch natürlich dabei vollgesülzt, zumindest die Kamera, aber nicht aufgenommen. Sagt er zu mir, ich könnte auch gerne nochmal zurücklaufen. Jetzt grinst er. Nee, Spaß macht's, auch wenn ich untrainiert bin. Hatte ich schon mal erzählt, aber nicht aufgenommen. Sauerstoffmangel im Hirn oder so. Hey. Es lief eine Tomate durch den Wald. Während ich hier gleich explodiere, hat er nichts. Ah, ich übertreibe auch mal. Noch geht's mir gut. Ich werde gleich spaßeshalber bei der nächsten Pause, ich glaube, wenn wir die Hütte erreicht haben, mal Puls messen. 200 Puls habe ich. Scheiße, die. Ah, ja. Ich nehme es mit Humor. Also, weiter geht's. Ich melde mich dann, glaube ich, erst wieder bei der Hütte. Ein paar Meter haben wir schon. Hä? Ja, irgendwie so. Ja, irgendwo da unten aus dem Tal. Kommen wir raus. Also ein bisschen höher sind wir schon gekommen. So, dann bis gleich. Bei solchen Aufschwüngen sind zum Beispiel Trekkingstücke von Vorteil. Ja. Du schiebst dann ganz zusammen, weißt du, wie ich das meine? Ja. Kannst du dir vorstellen, ne? Und dann hast du besseren Halt. Dann musst du nicht mal Hand anbringen. Ja, jetzt hier. Papa auch hier hoch. Zack. Nehme ich den. Hey, jetzt steig er runter. Ich glaub's ja gar nicht. Dass wir sogar ein Geländer hingebaut haben. Na, das war's dann schon mit dem Geländer. Weiter geht's. Das ist doch wunderbar. Wasser haben wir auch. Soll es noch schießen?
Ja, also hier, nach dem Aufstieg, also ich habe mich direkt, nachdem wir hier angekommen sind, direkt hingesetzt, Puls gemessen, 145, ist auch im vertretbaren Bereich. Da geht noch was. Aber eine geile Aussicht hier, eine schöne Hütte. Aber es ist noch früh am Tag. Aber jetzt machen wir erstmal Pause, würde ich behaupten. Alter Schwede, ich guck gleich mal aufs Navi, wie viele Höhenmeter wir heute schon gemacht haben. Und dann speichere ich mir den Ort mal ab. Also, erstmal Rucksack ab. So, liebe Leute, wir haben unser Ziel ja erreicht, das habe ich ja eben schon mal angesprochen. Wie ihr seht, seht ihr nichts da so, sieht schöne Aussicht und so. Ja, man kann es erahnen. Ja, jetzt fängt es hier gerade so ein bisschen an zu regnen, schöne dicke Tropfen. Und etwas weiter entfernt scheint ein Gewitter aufzuziehen. Wollen wir hoffen, dass das auch da bleibt. Und naja, genießen wir noch die Aussicht. Vielleicht, wenn hier die Welt wirklich untergeht mit Blitz und Donner, zeige ich euch das noch. Ja, ich denke mal, wir, in einer Stunde, eineinhalb Stunden soll es dunkel werden. Dann machen wir uns ein kleines Feuerchen an. Es wird auch, also mir persönlich wird langsam frisch. Die Weste schon an. Ich habe jetzt noch eine Jacke dabei und dann, dann meinen Schlafsack und ein Fließinlet fürs Schlafsack, für den Schlafsack. Ich denke mal, ich komme mit klar. So, scheint jetzt gleich loszugehen mit dem Gewitter. Wir haben uns entschlossen, jetzt erstmal was zu essen. Dann mal weiter zu sehen. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ist jetzt so ein bisschen grollen. Aber toi toi toi, hoffentlich bleibt das weg. Es kommt näher, es kommt näher. Und irgendwie wird es dunkel draußen. Also nicht, dass die Sonne untergehen würde. Aber Wolken. Sehr interessant, so hat jeder seine eigenen. Ja. Wie soll ich sagen? Fähigkeiten, Möglichkeiten. Also den ganzen Müll nehmen wir auf jeden Fall wieder mit nach Hause. Beziehungsweise die Pappe können wir auch verbrennen. Das können wir auch tun. Mit den ganzen Schmier und Plastik. Für mich gibt es Katzenfutter mit Reis. Also, Shifab Chichi. Ja. Sieht doch wunderbar lecker aus. Oh, sieht man ja gar nicht. Hm. Naja. Ed Kummel. Das geht aber richtig los. Ja. Vielleicht, wenn man durch den. Ihr habt's gehört, es kommt. Weit riecht die Kamera nach außen. Da könnte interessant werden. Guckt euch das an nach. Ah, der erste Blitz.
Ihr hört, geht hier ganz schön rund irgendwie. Regen ist auch wieder da. Bisschen mulmig ist mir zwar schon, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich noch ganz wohl. Hab gerade was gegessen. Und jetzt ist Blitzegucken angesagt. Naja. Ui! Sowas kriegt die Kamera natürlich nicht mit. Also ich würde sagen, ist irgendwie direkt über uns. Was sagst du dazu? Ja. Ja? mal abwarten, wie die Nacht wird. Naja, Wasserprobleme haben wir auf jeden Fall nicht. Aber morgen ein Matschproblem. Ehrlich? Willst du gucken? Es ist inzwischen dunkel geworden. Wir machen jetzt gleich mal ein schönes Feuerchen. Schön warm, weil doch recht frisch geworden. Momentan aber noch auszuhalten. Das Gewitter haben wir gut überstanden. Es ist zwar direkt über uns drüber gezogen, aber nicht lange da gewesen. Ich sehe ein bisschen müde aus, muss ich noch feststellen. Ja, ansonsten melde ich mich gleich vom Lagerfeuer. Freue mich schon drauf. Also, bis gleich. Du mogelst ja. Natürlich. So, es ist jetzt nach 22 Uhr, glaube ich, inzwischen. Mal gucken hier. Ja. Ich werde mich dann gleich mal ablegen. Ich habe hier so alles aufgebaut. So, auf einer. Sehe ich nicht. Auf einer Bank. Hier in dieser Schutzhütte. Ja. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schmal sein, aber ja, mal versuchen, ob es klappt. Die Temperaturen sind angenehm, das Thermometer sagt irgendwie was von
12 Grad oder sowas. Kann man aushalten. Ja, ein kleines Feuerchen ist hier an. Ja, trink noch einen Tee und dann geht's in die 2 Meter. Gute Nacht.